Hallo und herzlich willkommen zurück zu We Happy Few. Ich bin von da ganz oben einmal hier runter, hab ein paar Vogelbeeren gesammelt, hab auch was gefunden zum Lesen. Marjorie Floridus Tagebuch. 1. April 1964. Heute Morgen verwelkte mein Garten, wo gestern noch blühten die Arten. Ich warf eine zweite Freude ein. Der Garten blühte wieder fein. 3. April 1964. Meine arme Schwester liebte ihre Blumen so sehr, wenn sie doch nur Freude gehabt hätte. Aber es wurde zu spät für sie entwickelt. Wie war nochmal ihr Name als Mädchen? Sandy? Sally? Meine Güte, was rede ich? Das ist einfach meine Freude. 6. April 1964. Hatte ich eine Schwester? Ich habe wahrscheinlich nur einen Traum aufgeschrieben. Gut, dass meine Freude funktioniert. Ich bin in letzter Zeit oft zerstreut. 10. April. Der Regen regnet jeden Tag. Es regnet jeden verdammten Tag. 12. April. Drei Freundinnen. Heute Nachmittag und ich habe Kopfschmerzen. Die ganze Welt riecht nach Suppe. 13. April. Fängt es so an, meine Freude kommt mir so klein vor. Ich wache zitternd auf und weiß nicht warum. Die Freudlosen im Gartendistrict sind die wie ich, nur ohne Lächeln. 15. April. Niemals, 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 niemals. Bitte mach diesen Knopf auf. Vielen Dank, Sir. Siehst du das? Schau sie an. Schau ihre Lippen an. Schau, schau. Oh, 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 oh. 16. April. Weinraute für Mrs. Floridus. Ich erinnere mich, ihr kleinen Gesichter im Garten. Oh Gott, ich erinnere mich an sie alle. Das klang nicht so ganz begeistert. Aber ja, wir sind wieder hier bei, wie heißt die Quest? Ewige Gärtner. Und geben mal jetzt diese wunderschöne Pille. Hier. Bitteschön. I want you to have this. You're a lifesaver. I was about to lose last night's dinner. Listen, we've got some decent stuff in this crate of ours. But we haven't been able to get it open. If you could just pry it open for us, you can have one thing from it. Any one thing. That fair? And you can take all these rotten veg we've dug up, if you want them. Ja, wo ist denn die Kiste? Da. Einmal öffnen. Oh, ich kann mich zwischen Brot entscheiden. You're a decent sort, aren't you? Maybe there's something else you could do. A strange man ran off with my diary. If you could get it back... How would I find it? He laughed at me. And he said he was going to hide it in his toiletries. I don't even know what that means. All right, so if I run into any toiletries, I'll look for a diary. Mensch, da war ich schon. Das ist ihr... Tagebuch. Okay, das ist nice. I saw a dead man. His lips were green. Ich hab's doch schon. Grass, do you see? Because he was starving. Wieso? Ach jetzt. Why not? Would you like Bitteschön. This? Oh, thank you. You didn't read it, did you? Nee. It's just a bunch of silly thoughts. Please. Please, take something else from the crate. But remember, only one thing. Mensch, darf ich mir noch ein Brot holen? Dankeschön. Oh God. God, oh God, where is it? Hä? Wo ist der Typ denn? Ach, da. Listen, you've been so helpful to us. I lost a very important letter. It blew into the mine and I... Oh, this is silly, but I'm afraid of going underground. Do you think you could go down and get it for me? Jetzt im Ernst? Eine Mine? Oder habe ich den jetzt auch schon? Hä? Was denn für eine Mine, Alter? Ja, nice. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche Mine der meint. Was für eine Mine? Ja, nice. Oder haben wir den jetzt auch schon? Wie heißt der? Humphrey. Weiß jetzt nicht, ob ich so einen Brief habe. Ich glaube nicht. Kannst du mir mal sagen, wo die Mine ist? You're so much braver than I am. Ach so. Go ahead and take another thing from that crate over there. But just one thing. Dann klauen wir den jetzt das letzte Brot. Nice. Dankeschön. Das war die ganze Quest. Mensch. Das war ja überwältigend.
Ach ja, jetzt haben wir hier super viele Sachen noch. Kann von diesem Ort nicht schnell reisen. Okay, hab ich begriffen. Dann. Ups. Müssen wir wohl mal wohl übel. Wieso ist das so komisch? Ach, danke. Ich kann mal fragen, warum er nach unten zeigt. Ach ja. Wisst ihr was? Ich cut das jetzt. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder. Ich bin jetzt hier unten hingereist. Wir haben A noch nicht alles hier durchgeguckt. Und B möchte ich mal gucken, wie weit wir jetzt überhaupt kommen. Mit allem. Ich habe jetzt 20 Sonnenschein. Das sollte hoffentlich eine Zeit reichen. Und ich würde gerne das weiterführen. Da hinten und da vorne. Wir gehen jetzt natürlich zu dem. Ich wollte gerade sagen, haben die mich jetzt eingesperrt oder was? Erstmal zu dem da vorne natürlich. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht so viele Leuten begegne, die mir auf die Fresse hauen wollen. Ach, just why? Wirklich. Ständig und 3000 Mal. Der Scheiß hier. Wir gehen aber mal in das Haus rein. C. Stoffwetzen. Ich brauche vor allen Dingen Mehl. Weil das braucht man zum Sonnenschein herstellen. Und ich habe keins mehr. Leider. Daher wäre es ganz gut, wenn ich ein bisschen Mehl finden würde eigentlich. Aber hier anscheinend erstmal nicht. Erstmal entschärfen. Sonst muss die hier mit Fallen arbeiten. Das ist ganz schön frech. Macht mir mein Leben erstmal wieder ein bisschen schwieriger. Was will ich denn mit den ganzen Gummihähnchen? Ja. Ich glaube, das ist auch so ein Running Gag, wie der Scotch. Leere Energiezellen nehme ich immer gern mit. Kann ich ja durch die Motilen auffüllen. Toilette ist nix. Penicillin-Impfung. Bobby-Nadel nehme ich mir dann auch ganz, ganz gerne mit, weil ich habe keine mehr. Letztens aufgefallen. Dass ich die alle komplett leer gemacht habe. Was auch sehr krass ist, dass die alle schon leer sind. So, hast du was dabei für. Cricket-Schläger, Alter. Flup, flup. So, noch einen Ticken höher, wenn ich jetzt nicht glaube, dass wir oben Mehl finden, aber. What? Das ist ja. Weißt du was? Are you feeling all right? What? Ja. Auf geht's. Ach so, die kommen auch einfach rein. Na dann, komm mal her. Einer weniger. Wow, das hört gar nicht mehr auf hier, oder was? Scheiße. Das? Oh.
Clear off! Okay. The rotten wet flesh! Ich möchte aber den Händen treffen. Der die ganze Zeit dieses Kreises war. Mein Gott, wie viel denn noch? Nix mehr schmeißen. Schmeiß nix mehr. Heilige Scheiße. Was ist das eigentlich? Was ist das? Ach, medizinischer Heilbalsam. Schön. Holy shit. Ja, ich, what the fuck. Interessant, dass der ganze Scheiß, die alle hochgelockt hat. Aber muss man sagen, wie es ist. Hab's geschafft. Ja, ich lege gleich ein paar Sachen ab. Also ich will eigentlich nur die ganzen Bobby-Nadeln haben. Und die Schockgranaten, der Rest ist mir vollkommen wurscht. Nee, da. Ach du heilige Scheiße. So. Heieiei. Einmal den Safe schocken. Moment. Davon will ich nicht alles. Das will ich, das will ich. Die will ich. Und das will ich. Immer diese Schaufeln, Alter. Hui. Also das war jetzt aber... Muss das sein? Ich muss mich nur einmal in einem Haus umgucken und schon kriegt man auf die Fresse hier, oder was? Wow. Voll gelohnt ist zu knacken nicht. Naja, wenigstens habe ich ein paar Bobinalen gekriegt, wa? Das ist unglaublich. Hilfe. 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 Was? Ach, die haben noch so ein Ding. Hab ich gar nicht beachtet. Dass es hier Häuser gibt mit, solchen Dektoren. Machen wir erstmal das örtliche Bauvorhaben. Darf ja eigentlich fast schon gar kein Bobby mehr hier rumlaufen, wa? Mensch. Wie gesagt, hier dürfte gar kein Bobby mehr rumlaufen. Schon habe ich echt aus der Nachbarschaft alle rangezogen, die es gibt. Teilteile. Mal die Energiezelle reparieren. Alle Fenster öffnen. Da. Ach, das war's schon. What? Jetzt Ableiter. Moment. Der gar nicht zuhauen? Das ist ja mal interessant, ja. Kann ich jetzt hier meine Motiven wieder aufwerten. Motiven aufwerten. Das war echt scheiße. Viel scheiße, wenn der Tag lang ist. Meine Energiezellen füllen. Ohne die ganzen Motiven-Dinger hier aufsaugen zu müssen. Zack. Eine leere Leuchte. Natur auf den Ringeschanze. Blablabla töten. Hui. Ja. Hi, Alter. Hui. Überraner Fleischrunge. Ungeduldige Person. Ist das nicht dieselbe Quest? Ich glaub schon. Gut.
Ich bin jetzt ein bisschen geflasht von dem Ganzen. Erstmal gegen 50.000 Bobbys gekämpft, ey. Wei, oh wei. Das war nicht mal beabsichtigt, aber hey. Und ich habe schon gesehen, dass die Fortlose-Detektor da abgesperrt ist. Das mich erschreckt. Was zur Hölle ist denn das? Ach so! Ne, wie heißt das Ding? Grassmark Park. Reicht das, wenn ich Sonnenschein drin habe? Ah, reicht. Noch so ein Ding. Guten Tag, die Herrschaften. Stehen sie selbst im Weg. Das wird irgendwie immer so. Und dann nach links runter. Ich weiß halt nicht, ob diese freudlosen Detektoren, also diese Laser-Detektoren, ob das für die auch gilt, wenn ich Sonnenschein einschmeiße. Ich meine, ich werde es erst rausfinden, wenn ich es probiere, wa? Das ist wohl leider sicher. Das ist unglaublich, wie viele von den Typen hier rumlaufen. Da war ja der Freudlosendetektor. Genau, was haben wir hier noch? Eddie macht auf freudlos. Töne waren merkwürdig. Warte mal. Noch näher ran kann ich nicht. Hab ich. Ich höre die Töne. Ich sehe aber nicht, wo es herkommt. Vor allen Dingen, du hast hier vorne ein Haus. Aber du kannst da... Hä? Genau, hier ist es am lautesten. Klingt schon hart, du. Das ziehen wir aus, hier setzen wir mal hin. Watching the day go by. Das hast du richtig verstanden, mein Freund. Ja. Ich glaube, 7 Stunden ist okay.